Heute machen wir was Besonderes. Wir machen heute Hühnchen Scappariello. Und wie das funktioniert, zeige ich euch. Als erstes müsst ihr natürlich wissen, was ich dazu brauche. Ja, hallo Tag auch. Willkommen zu Alien Barbecue. Da habe ich euch heute mal persönlich begrüßt. Kommt ja auch selten vor. Ich zeige euch, was wir brauchen. Ja, Hühnchen, Schenkel mit Rückenstück. Hier so ein bisschen frische Bratwurst. Olivenöl brauchen wir. Ein Weißwein, nehmt den, den ihr mögt. Wir brauchen Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, Rosmarin, ein bisschen Petersilie und die schwierigste Gewürzmischung der Welt. Das ist hier diese hier. Das ist 2 Esslöffel Salz und 1 Esslöffel gemahlener schwarzer Pfeffer. Mehr brauchen wir nicht. Ja, jetzt geht's daran, ein bisschen zu schnippeln. Als erstes starte ich hier mit den Hähnchenteilen. Ich muss den Rücken vom Keultchen trennen, weil ich brauche nur das Rückenstück. Und das ist wirklich, wirklich total einfach. Wenn ihr das mal so auf den Rücken legt, dann findet ihr zwischen dem Rückenstück und der Keule so einen leichten, dünnen, feinen, weißen Strich. Und wenn ihr da den Schnitt schräg ansetzt, hier sieht man diesen Strich ganz gut eigentlich, dann könnt ihr einfach runterschneiden und das Ding ist getrennt. Bei vielen Hähnchengerichten schneide ich die Rückenstücke immer frei. Das heißt, überschüssige Haut weg, überschüssiges Fett weg, alles runter. Mache ich jetzt hier nicht, weil ich möchte jetzt bei diesem Gericht, dass mir die überschüssige Haut und das Fett ordentlich Geschmack in die Pfanne bringt. Werdet ihr später sehen. Ja, was ich jetzt noch mache, ist von beiden Seiten diese Hähnchenteile würzen mit unserer anspruchsvollen Gewürzmischung. Einfach mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten würzen. Dann kümmern wir uns um die Würste. Habe ich euch auch schon, glaube ich, 3 Milliarden Mal gezeigt. Einfach einmal längs den Darm aufschneiden, das Wurstbrät rausholen und dann ist das auch schon, ja, geschafft. Dann knete ich das noch einmal leicht durch, damit diese Form der Würste aufgebrochen ist und wir so ein, ja, Fleisch-Wurstbrät-Brei haben. Und das war's eigentlich. Das Schnippeln vom Gemüse erspare ich euch, weil haben wir oft genug gemacht. Jetzt hier im Grill, ich habe den mal nur mit 2 Brennern beheizt. Die beiden laufen auf volle Pulle, das heißt, der wird so bei 220 Grad arbeiten erstmal. Da stelle ich den Deckel vom Dutch Oven drauf, das ist hier vom 14er Ultimate Dutch Oven und lasse den erstmal ordentlich heiß werden. Ja, ordentlich aufgeheizt ist er. Ich habe da jetzt so 2, 3 Esslöffel Olivenöl reingetan und jetzt gesellt sich das Hähnchen da rein. Also die Rückenstücke, die ich jetzt geschnitten habe, die lege ich jetzt mit der Hautseite nach unten und lasse die einfach so lange brutzeln, bis die Haut so ein bisschen angeknuspert ist. Mehr muss das gar nicht sein. Das dauert so 3, 4 Minuten und dann können wir sie auch schon umdrehen. Also wenn das so aussieht, reicht das völlig aus. Umdrehen und von der anderen Seite auch nochmal so 3, 4 Minuten brutzeln lassen. Die müssen nicht durchgegart sein, das passiert später. Das ist jetzt so nochmal 3, 4 Minuten später. Das reicht völlig, also das Hähnchen ist von beiden Seiten angebraten, alles gut. Und ihr seht, da drinnen in der Pfanne hat sich ein bisschen Fett gesammelt. Und das ist jetzt Geschmacksträger, also das Hähnchenfett ist fast so wie Entenfett, fast. Okay, und in diesem Fett braten wir jetzt das Wurstbrät und das zerdrücken wir und zerstückeln wir, bis wir so, keine Ahnung, so 1,045 cm große Stücke haben. Also so 1 cm große Brocken reichen völlig aus und das machen wir die ganze Zeit, bis das wirklich schön zerteilt ist und von allen Seiten ordentlich angebräunt ist. Also das darf ruhig richtig knusprig dunkelbraun sein. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, so wie hier. Wenn ihr euch fragt, wo das Rezept herkommt, dieses Hühnchenrezept, das ist die italoamerikanische Küche. Das ist wieder so ein Rezept, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das habe ich bei einem meiner letzten USA-Besuche einfach geklaut und mitgebracht. Aber es müsst ihr mal ausprobieren, das ist wirklich klasse.
Okay, wir haben jetzt Hühnchen angebraten. In dem Hühnchenfett haben wir die Wurst angebraten. Und in dem Hühnchen- und Wurstbrätfett braten wir jetzt unser Gemüse. Da kommt jetzt die grob geschnittene Zwiebel, grob geschnittene Paprika und 4-5 gepresste Knoblauchzehen rein. Und das lassen wir auch jetzt so lange brutzeln, bis das anfängt braun zu werden. Ja, wunderbar, haben wir es doch geschafft. Zwiebeln und Knobi sind schön angebräunt. Der Paprika, glaube ich, ist sehr schön weich geworden, knusprige Ecken bekommen. Und jetzt löschen wir das Ganze mit einem ordentlichen Schuss Weißwein ab. Das sind so ja, locker 200 Milliliter und die lasse ich jetzt einfach verkochen. Das heißt, einreduzieren, dass wirklich nur noch dieser schöne Weißweingeschmack da ist. Ihr müsst natürlich die ganze Zeit immer mal wieder ein bisschen umrühren, damit sich wirklich alle Geschmäcker, alle Gewürze, alle Aromen ordentlich verteilen. Und nach so 2, 3, vielleicht 4 Minuten ist das Ganze auch eingekocht. Um den Alkohol da drinnen müsst ihr euch keine Gedanken machen, der ist nach einer Minute weg. Jetzt gebe ich noch ein paar frische Rosmarinzweige dazu, rühre das Ganze unter und aromatisiere diese Soße noch mehr. Also das wird richtig Power haben hinterher. Und wenn das so weit reduziert ist wie hier, dann nehmen wir uns jetzt einen schönen dunklen Weinessig und gießen dann nochmal so 50 bis 100 Milliliter rein und lassen das nochmal einkochen. Dann erreichen wir auch nochmal eine sehr, sehr angenehme Säure in der Soße. Probiert es aus, ihr werdet verstehen, was ich meine. Es ist super lecker. Sehr lecker und der Nachbar steht, glaube ich, jetzt schon am Zaun. Gut, eingekocht. Wir haben schon wieder eingekocht. Der Ami sagt immer, reduce it to the max. Und genau das haben wir gemacht, zum Maximum reduziert. Und wenn es soweit ist, legen wir jetzt unsere Hähnchenrückenteile wieder oben drauf. Schön im Kreis verteilen. Jetzt passen auch alle drauf. Vorhin musste ich ja eins auf die Rosse legen. Dann nehme ich hier diesen Deckel mit den Hähnchen und stelle den komplett indirekt von dem, zu dem Brennern, also weg von der Glut, Deckel zu und lasse den jetzt erstmal so bei 200 Grad, na, es waren eher so 180 Grad, so 180 Grad, so 15, 20 Minuten backen. Habe ich eben Glut gesagt? Hey, ich arbeite auf dem Gasgrill. Okay, das ist so ja, gute 20 Minuten später. Ich verteile jetzt nochmal die Hähnchen. Ich schaffe mir da so zwischen den Hähnchenteilen ein bisschen Platz. Und diesen Platz brauche ich für, tadadada, für die Würstchen. Genau, für diese Würstchenkrümel. Und die schütte ich da mal rein und verteile sie jetzt so gut, wie es eben nur geht, zwischen den Hähnchen. So wie hier, schön dazwischen, so, damit das ordentlich verteilt ist. Und um es noch mehr zu aromatisieren, während das jetzt fertig backt oder fertig gart, nehme ich noch einen guten Schuss Hühnerbrühe, genau. Das sind auch nicht viel, das sind vielleicht 100 Milliliter, die ich da reingieße. Und wenn die da drin sind, Deckel zu und nochmal so 10 Minuten bei 180 Grad backen lassen. Hier Petersilie, ein bisschen Deko. Sieht aber hinterher echt schick aus. Das können wir uns jetzt gemeinsam wirklich gut anschauen. Gemeinsam riechen geht nicht, das kann nur ich. Ich darf leider keine Gerüche transportieren hier auf YouTube. Ich denke, ihr wisst, wo die Reise hingegangen ist. Wenig Zutaten, wenig Gewürze. Der ganze Geschmack, den wir da drin haben, wurde im Wesentlichen nur aus frischen Zutaten zusammen reduziert. Wirklich bis aufs Maximum und das macht dieses Rezept so besonders. Macht es nach, ihr müsst mir versprechen, das mal nachzumachen. Ich mache jetzt hier noch schnell ein Foto für Instagram, die Community dort wartet auch. Und ihr dürft nochmal hier auf die Pfanne gucken, wie toll das aussieht. Tellerbild mache ich nicht, weil auf dem Teller sah es dann nicht so ja, dekorativ aus. Aber es war super lecker. Also eine echte Empfehlung von mir. Chicken Scappariello. Nachmachen. Ich hoffe, das Video war gut für euch. Ihr hattet Spaß dabei und werdet das auf jeden Fall mal nachmachen. Und wenn das so ist, Daumen nach oben für mich. Abonniert meinen Kanal.
und sagt eurem Nachbarn, dass ich richtig gute Videos mache. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, euer Jelly.